Moin Moin und willkommen zu einer neuen Runde Toxic Time. Heute geht es weiter mit der kleinen Miniserie Meine Quads, die ich bisher gefahren habe. Wir sind mittlerweile bei Quad Nummer 3 angelangt. Bei diesem Fahrzeug handelt es sich um eine Polaris Outlaw 500 IRS. Das Fahrzeug habe ich nur circa ein Dreivierteljahr gefahren. Ich habe es mir im Sommer 2011 geholt und im Frühjahr 2012 wieder verkauft. Wieso, warum, weshalb? Nach dem Intro. Hier seht ihr jetzt erstmal ein paar Fotos, wie ich die Maschine gekauft habe und wie ich sie dann optisch abgeändert habe bzw. auf mich angepasst habe. Hier auf den Fotos sieht man, dass ich vorne Zusatzscheinwerfer angebaut habe, ein anderes Dekor-Kit, es wurden noch Nerf-Bars angebaut. Besonderheiten zu diesem Fahrzeug sind der Motor, ein 500 Kubik Subaru Motor, der schon seit vielen Jahren von Polaris verwendet wird. Hinten ganz besonders IRS steht für Einzelradaufhängung und das bei einem Sportquad, was auch ziemlich selten ist. Ich habe hier vorne, sieht man, die kompletten Blinker alle umgebaut, die Zusatzscheinwerfer sind dran, das Lenkermanagement wurde abgeändert, Dekorkit wurde draufgesetzt, zusätzliche Felgen wurden gekauft. Warum diese, das werde ich später dann nochmal erzählen. Und das Highlight von diesem Fahrzeug ist eigentlich das Fahrwerk. Bei diesem Fahrwerk handelt es sich um ein Fox Podium X Fahrwerk. Eins der geilsten Fahrwerke, die ich bis jetzt gefahren habe, hat eine ganz große Besonderheit, und zwar ist eine riesige Federvorspannung. Ihr seht, das ist maximal ausgefahren, also eine gigantische Bodenfreiheit. Bei runtergesetzter Federvorspannung kann man einen riesigen Unterschied der Fahrzeughöhe machen, also das Gewicht an sich senken. Man hat quasi eine Tieferlegung integriert ab Werk. Der 500 Kubik Motor in der Maschine, der verbaut ist, ist einer der robustesten Quadmotoren, der auch ganz beliebt ist momentan, gerade bei SMC, Adly und so weiter, die ihre größeren Sportquads alle mit diesem Aggregat ausgestattet haben. Wir haben also 38 kW, das sind ca. 52 bis 53 PS, auf ein Gewicht von 200 Kilo leer. Ganz besonders bei diesem Fahrzeug natürlich das Fahrwerk und das Fahrverhalten. Wir haben durch die Einzelradaufhängung und durch das extrem gute Fahrwerk, was hier verbaut ist, ein sehr laufruhiges Quad auf egal was für einen Untergrund. Wir können es für die Straße komplett flachlegen, also alles runterschrauben, dass wir den Schwerpunkt runtergesetzt haben, eine höhere Fahrzeugbreite erreichen und durch die vielen Einstellmöglichkeiten auch das Fahrwerk ziemlich hart stellen können. Also ein optimales Sumo-Fahrzeug. Viel für Straßenkurvorerei. So wie ihr ins Gelände wollt, wird das Fahrwerk wieder hochgeschraubt, die Fahrwerkseinstellung angepasst und das arbeitet einfach butterweich. Der Vorteil bei diesem IRS-System ist, es ist egal, wovon ihr abspringt oder wo ihr landet. Die Absprungkanten müssen nicht mehr gerade sein, auch die Landehügel müssen nicht eben sein oder gerade sein. Das Fahrwerk schluckt einfach alles weg. Es verzeiht fast alles an Fahrfehlern. Ihr könnt auch über Baumstämme und sowas auch bei der Hinterachse nur mit einem Reifen drüber ballern, ohne dass euch das irgendwie vom Quad runterschütteln wird. Das Fahrwerk ist wirklich einsame Spitze. Allerdings ist das Fahrwerk aber auch eins der Gründe, weshalb ich das Fahrzeug verkauft habe. Aber zu den Negativpunkten kommen wir erst später. So, der Motor ist auf jeden Fall sehr potent. Wir haben die Maschine mehrmals mit dem 700er Rappen, den man hier jetzt auch gerade hinter meinem Fahrzeug sieht, getestet. In der Beschleunigung nimmt sich das nicht allzu viel zum 700er. In der Endgeschwindigkeit hat er ihn aber locker platt gemacht. Und das haben wir mehrmals probiert. Es sind beide Fahrzeuge aber im Serienzustand. Es ist jetzt kein Getuner dabei gewesen oder irgendwelche Modifikationen, die das natürlich wieder anders aussehen lassen. Gerade hier auf unebenen Gelände, Enduro-Fahrten und sowas, da spielt das Fahrzeug definitiv seine Stärken aus. Man kann hier über Pisten, wo man vorher viel mit Gewichtsverlagerung arbeiten musste, einfach sitzen bleiben. Man braucht sich nicht mehr mit den Federn zwischenfedern, sondern kann ganz beruhigt auf der Sitzbank Platz nehmen, den Hahn aufreißen und gleitet quasi über die Unebenheiten des Bodens. Das Springen, habe ich ja schon erwähnt, ist ein absoluter Pluspunkt bei dieser Maschine. Ich habe noch nie so graziöse Sprünge hinlegen können wie mit diesem Fahrzeug. Es ist wirklich ganz egal, ob da oben noch eine Baumwurzel an der Absprungkante oder sowas ist. Es schleudert euch nicht durch die Gegend. Ihr werdet immer wieder gerade landen. Oder beziehungsweise das Fahrwerk wird es so ausgleichen, dass ihr nicht seitlich vom Quad runtergeschleudert werdet.
Das hört sich bis jetzt alles nur ja, perfekt und super an. Jetzt sollten wir vielleicht mal langsam auf die Punkte eingehen, warum ich dieses Fahrzeug dann bei all diesen Vorteilen dann so früh wieder verkauft habe. Wo gerade, wo man das jetzt hier auch so sieht, diese Trail-Geschichten, so ein bisschen irgendwo klettern und alles, das ist einfach einsame Spitze. Wenn man so viel Bodenfreiheit hat, braucht man auf Bodenwurzeln und sowas alles gar nicht mehr achten. Und man kann wirklich überall super gut durchfahren. Bei den Negativpunkten ist das Kuriose, dass das ausgerechnet die sind, die auch die Stärken des Fahrzeugs sind. Und zwar das IRS-System hinten. Dieses Fahrzeug ist einsame Spitze, wenn es um jetzt solche leichten Enduro-Einsätze hier geht, Trailfahrten, auch für den Straßeneinsatz, alles kein Problem. Wo sie echt Probleme mit habt, sind echte solche Modder-Einsätze. Wenn ihr wirklich jetzt anfangen wollt, im Schlamm rumzuwühlen und durch Schlammlöcher durchzufahren, da fangen jetzt die negativen Punkte bei der Maschine an. Durch diese IRS hinten, also die Einzelradaufhängung, ist der Hinterreifen ja quasi ähnlich aufgebaut wie der Vorderreifen. Bei der Starachse ist es ja so, dass ihr in der Hinterradfelge einfach nur diesen Radstern drin habt und ansonsten ist alles frei. Hier ist sehr viel Mechanik, sage ich mal, verbaut. Das heißt, die Felge an sich ist ziemlich stark umbastelt, umbaut. Und da ist es mir passiert, als wir in den Offroad-Park gefahren sind, dass ich gleich am ersten Tag wieder nach Hause fahren konnte, weil ein kleiner Stein sich zwischen die Felge und dieser Aufhängung von dem Reifen gesetzt hat und hat mir die Felge einmal komplett rundherum aufgeschlitzt. Und so eine aufgeschlitzte Felge kann man leider nicht so einfach flicken. Das liegt halt daran, dass der Abstand einfach viel zu gering war, worauf ich dann einen neuen Felgensatz gekauft habe, wo hinten eine 10 Zoll Felge drauf ist, um halt ein bisschen mehr Luft dazwischen zu packen, um den Fehler zu beseitigen. Der zweite Negativpunkt fällt eigentlich auch in die gleiche Kategorie mit rein, und zwar diese Antriebswellen, die hinten an den Arms dran sind, die Reifen antreiben, das sind ja solche Gummimanschetten, auch die reißen, wenn da Dreck reinkommt, ganz gerne mal auf und legen quasi diesen kompletten Antriebsstrang frei. Und wenn da Dreck reinkommt, dann wird die Reparatur richtig teuer. Das ist auch leider immer nicht ganz so einfach auseinanderzubauen. Das haben wir auch schon gemacht, das ist sehr viel Arbeit, es muss quasi alles hinten zerlegt werden und das geht auch richtig ins Geld, wenn da Teile kaputt gehen, weil es leider keine Zubehörteile gibt. Man muss alles wirklich vom Hersteller kaufen und die Preise sind nun mal festgeschrieben und gab es auch nicht überall vor Ort auf Lager. Das heißt, man muss immer auf die Bestellungen aus dem Ausland warten. Also absolut kein Negativpunkt für diejenigen, die sagen, ich fahre eh nicht durch irgendwelche dicken Schlammlöcher und sowas durch. Für die ist das kein Negativkriterium. Und wie gesagt, ich fahre da ganz gerne mal durch und dafür ist ein Ausschlusskriterium. Der zweite, auch in dem Matsch, wenn dich das Fahrzeug festgefahren hat, ihr habt ja gesehen, wie hoch dieser Federweg ist von dieser Maschine. Das sind gigantische Federn, die da drin sind. Und wenn ihr ein Fahrzeug irgendwo festgesetzt habt im Schlamm, ist es ja so, dass ihr auch meistens dann auf die Fußrasten stellt und das Fahrzeug hin und her bewegt, um es quasi wieder so freizusetzen von dem Schlamm, die Reifen, damit sie irgendwo wieder Grip kriegen. Beim IRS könnt ihr dann eine halbe Stunde hin und her schaukeln und die Federn tauchen einfach nur ein, aber die Räder bleiben genau da, wo sie sind. Es ist halt keine Starrachse, keine Hebelwirkung, der Reifen kommt nicht hoch. Also müsst ihr notgedrungen dann absteigen und wie es bei den anderen Quads halt auch ist, hinten an den Grabber packen, das Fahrzeug hochheben und einmal versetzen, damit er wieder auf eine Spur kommt, wo ihr wieder Bodenkontakt habt. Das geht beim IRS nicht ganz so einfach, weil ich bin, wie gesagt, keine 1,80 Meter groß. Wenn ich diese Grabbar hinten angepackt habe und hochgezogen habe, war die Grabbar ungefähr auf Brusthöhe und hat gerade mal das Federbein ausgefedert. Und dann kamen halt diese über 200 Kilo, die man dann hochstemmen musste, um das Fahrzeug zu versetzen. Selbst diejenigen, die von uns da in der Gruppe ein bisschen größer waren, haben sich festgefahren. Es war alleine einfach nicht möglich, wenn sie sich festgefahren hat, wieder rauszukriegen. Man musste immer mit zwei, drei Leuten dran ruppen, um das wieder freizukriegen. Also wenn man alleine unterwegs ist viel, sollte man solche Sachen auf jeden Fall vermeiden. Und das war halt, wie gesagt, ausfahrtechnisch war das IRS zwar fahrkomforttechnisch ein Segen, aber wenn man sich mal festgefahren hat, dann war es wirklich ein Fluch. Das war aber nur halt ein Ausschlusskriterium bei mir, was jetzt noch nicht unbedingt das K.O.-Kriterium überhaupt war, sondern das war eigentlich bei mir eher das mein zweites Steckenpferdchen, und zwar das Stuntfahren.
Das Stuntfahren hat es zwar einen Vorteil gehabt, und zwar, wenn man Wheelies gefahren hat, dass sie sogar leicht steuerbar war, was das Lenken angeht im Wheelie. Durch das IRS konnte man halt durch Gewichtsverlagerung das wirklich so hinbekommen, dass man auch im Wheelie leichte Kurven oder Schlenker fahren konnte und das ein bisschen steuern konnte. Die andere Geschichte war, die ruhigeren Wheelies zu fahren, halt gerade zu fahren, wurde dadurch halt schwieriger, dass man keine Starrachse hat. Und das Side-Wheelie-Fahren war auch etwas anspruchsvoller durch diese Einzelradaufhängung und halt vor allem auch viel schwammiger. Also fürs Stuntfahren war es nur teilgut. Vor allem war es auch schwierig, durch diese IRS-Systematik, die da hinten verbaut ist, diese zusätzlichen Tricks zu machen, bei diesem Side-Wheel zum Beispiel abzusteigen, auf dem Fahrzeug rumzuklettern, und diese ganzen Sachen sind ein bisschen schwieriger gewesen, zum Teil überhaupt gar nicht möglich gewesen. Das waren halt für mich so diese zwei Kriterien, die das halt, das Quad wieder schnell zum Verkauf gebracht haben. Erstmal, wie gesagt, das Stuntfahren, das hat nicht ganz so viel Spaß gemacht mit dieser Maschine. Power war zwar da, aber wenn man damit ins Gelände will, musste man halt die Schlammlöcher meiden. Und wenn man mal im Gelände ist und gerade in einer größeren Gruppe, weiß man genau, dass so ein Schlammloch irgendwie der Magnet ist und man doch aus Versehen immer wieder reinfährt. Warum auch immer. Also abschließend, für wen ist dieses Fahrzeug? Wenn jemand im Schlamm wühlen will, sollte er sich am besten ein ATV holen. Dafür sind diese Maschinen gebaut. Wer ein bisschen Stunt fahren will und sowas, sollte vielleicht doch lieber eher auf eine Starrachse zurückgreifen. Für diejenigen, die einfach nur smutsche Straßentouren machen wollen oder ein bisschen durch die Kurven ballern und sowas, ein super Quad ohne irgendwelche Zusatzkosten, könnt ihr dieses Fahrzeug tiefer legen. Der Motor ist sehr potent, hat richtig viel Power und macht auch richtig Spaß. Wenn ihr leichtes Enduro nur machen wollt, das heißt ab und zu mal Feldwege ballern oder so wie hier jetzt gerade einfach nur auf den Waldwegen und nicht unbedingt durch die tiefsten Löcher durchballern, ein bisschen Climbing machen oder ein bisschen Trail fahren und sowas, ein absolut super Quad. Wie gesagt, wenn euch die anderen Sachen halt auch am Herzen liegen, dann würde ich dieses Fahrzeug nicht unbedingt empfehlen. Aber es ist auch nicht jedermanns Sache, sich immer halt so einzusauen oder auf diesem Quad wie so ein Hampelmann rumzuklettern, um irgendwelche Wheelies zu machen. Aber bevor wir hier alles einfach nur schlecht reden, muss man auch sagen, dass die Verarbeitung für dieses Fahrzeug einfach einsame Spitze ist. Man merkt, dass wirklich ein großer Hersteller, also Polaris, dahinter steht, die wissen, was sie machen und auch wirklich einer der Marktführer sind bei den großen ATVs und sowas. Es sind alles vernünftige Schweißnähte, der Rahmen ist absolut super robust, alleine der Rohrdurchmesser gegenüber den ganzen anderen Sportquads, selbst der Raptor oder auch die LTZ, dagegen sehen die Querlenker Rohre aus wie Röhrchen. Das ist hier alles ein bisschen massiver und stabiler gebaut. Und die Verarbeitung ist, wie gesagt, einsame Spitze. Der Motor ist ein absolut Top-Modell. Bei vernünftiger Wartung, regelmäßigen Ölwechsel und sowas, habt ihr damit ewig Spaß. Er hat Power ohne Ende. Und das Fahrwerk, wie gesagt, ist eine Nummer für sich. Wer schon mal ein Fox Podium X-Fahrwerk gefahren ist, der weiß, wovon ich rede. Das ist einfach eine ganz andere Klasse wie die ganzen normalen Kayawa-Stoßdämpfer, die in den meisten Sportquads verbaut sind. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einfach einen Daumen oben da. Gerne auch ein Abo. In diesem Sinne, haut rein mit Toxic Time.